So, da sind wir wieder. Wir haben jetzt 2 Stunden am Rätsel gesessen. Jetzt haben wir es endlich gelöst. Nein, wir haben leider doch in die Komplettlösung geschaut. Wir haben noch so 5 Minuten lang rumgerätselt, aber ich finde, die Lösung ist auch so ein bisschen krank. Ja, und wir machen jetzt einfach mal. So, ich drück den Schalter und du musst eigentlich, sag, wenn du losläufst. Ich lauf los. Und ich hab ihn. Ach so, jetzt habe ich auch nicht drauf geachtet. Ja, auch nicht Du musst schlecht. jetzt nochmal sterben. Ja, ich sterb doch gerne. Da habe ich Übung drin. Ja, Wenn das ich ist eins einfach. kann, dann ist es sterben. Du wirst ja gerne remontiert. Ja, das fühlt sich immer so kribbelig an Ja, im Bauchnabel. genau. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es jetzt klappt. So, und los! Hast du? Ja, aber jetzt bin ich ja hier gelandet. Da war mein Ach blaues so! Portal. Das blaue Portal war ja noch da. Ach so, ich habe Und nicht schon wieder gesehen, dass du tot. durchgeflogen. Ich kann das so schlecht einsehen, deswegen. Aber die Idee an sich ist eigentlich gar nicht so schwer. Da musst du versuchen, mit dem Laser, den Laser zu lenken mit der Kiste vorsichtig, dass du den Laser so lenkst, dass die Androiden kaputt gehen. Erstmal muss ich da überhaupt annähernd hinkommen. Das heißt, du musst die Portale richtig setzen. So, ich bin auf der Bahn. Ja, das war jetzt. Da kam Wo die ist die Kiste Kiste? nicht. Ja, die kam Ich nicht. hab doch gedrückt. Hast du die Kiste nicht gesehen? Nö. Ja, dann musst du nochmal sterben. Ja, ich sterb doch gerne, hab ich doch schon gesagt. Ach, die lag da jetzt gerade noch. Das ist das Fünkchen Ich hatte das Gewalt. eine Portal aus Versehen. Ach, das darf ich auch noch gar nicht. Ach, das muss ich ja auch erst. Ah, egal. Ja, sag Bescheid. Ich bin auf der Bahn. Ja. Ist extrem knapp vom Timing. Du musst Oh, einfach da musst zielen. du aber. Nee, oh Mann, du hättest weiterfallen müssen. Du darfst dich ja nicht bewegen, richtig. Weil jetzt kannst du nicht, Ja. sonst wärst du nämlich weiter durchgefallen. Aber Jetzt musst du ich wieder hatte sterben. den Laser, war im Laser drin, ich konnte lenken. Das heißt, Ja, das ist mehrmals richtig. müssen wir das machen. Mehrmals. Ja, richtig. Das hat der in diesem Walkthrough, ich meine, das haben wir eben während der Trockenübung, haben wir das ja auch so gemacht. Genau. Okay, ich bin auf der Bahn. So. Ah, einen habe ich Der erwischt. erste? Ja, jetzt weiter. Den kannst du So. so nicht erwischen, jetzt musst du noch weiter. Ich weiß aber auch nicht, warum die Kiste alleine nicht so hochkommt wie der Android mit der Kiste zusammen. Das ergibt für mich nämlich wieder wenig Sinn. Ich habe die hinten schon mal erwischt. Jetzt sind nur noch die vorne da. Also lass mich noch mal Ja, ganz das machst kurz. du doch von da. Ja, ich muss noch mal ganz kurz zurück. Ja, Aber die eine Seite habe ich komplett aufgeräumt. Das müsstest du schon das ist sehen können. gut. Ja, das sehe ich auch. Das hast du durchaus gut gemacht. Aber das Rätsel, das musst du auch sagen, das ist wirklich eklig, oder? Das ist eklig, das ist Weil widerlich. dass man darauf kann man nicht kommen, finde ich. So, los! Ach, jetzt scheiße, ich hab. Nee, hab ich nicht, war nicht richtig, weil ich dort die beiden Portale da hatte. Bin ich Ja, ja brauchen jetzt trotzdem nochmal 10 Minuten anscheinend. wieder. Ja, die Umsetzung ist Ja, dann wieder eine andere ich musste mir Geschichte. die Walk, den Walkthrough musste mir auch zigmal angucken. So, ich bin auf der Bahn! So, mein Freund, jetzt bist du hier dran. So, gerade lenken am besten einfach. Und dann einfach warten, bis du wieder da, weil Ich nicht glaube, schräg lenken. Ja, Ah, genau, ich jetzt hab's. hast du. Oh, jetzt kann ich mich nochmal So, umbringen, weil ja jetzt können wir genau, ja ganz sterb normal einfach fahren. nochmal. So, wie hatten wir das jetzt nochmal gemacht? Darüber zu müssen nicht mehr das Problem. Nö, das war eigentlich, das macht der eine von der einen Seite so. Genau. Da habe ich zwar jetzt nicht weitergeguckt, das könnte sein, dass uns das jetzt nochmal vor Probleme stellt, aber ich glaube eigentlich nicht. Wobei, ja, hoffentlich ist da vorne dann ein Portal. Weil ich muss ja hier die Portale für dich schießen. Sonst, nee, kannst du dann ja auch schießen. Egal, Ja, mach. mach einfach, habe ich schon. Dann komme ich jetzt schon mal rüber. Genau. Und du kannst die Portale dann ja für mich entsprechend setzen, ne? Auch da, wo ich Ja. jetzt welche gesetzt habe. Ach, da, wo du welche gesetzt hast. Genau, weil ich kann, sonst gehe ich ja durch das Blaue und dann So, geht's ja hab's. nicht. So. Also das war mit Abstand das schwierigste Rätsel. Noch 2 Tests, bis wir bei den Menschen sind. Seid ihr auch schon so Oh aufgeregt? ja! Ja, ich bin nicht, bei mir kribbelt es überall. Ja, wie wenn man Schmetterlinge im Bauch hat. Ich mache eine Flasche Champagner auf, wenn das Let's Play zu Ende ist. Tatsächlich. Ja, Akkus hat schon gesagt, dass er sich wieder auf diese Aufnahmesession jetzt freut, weil Portal 2 ist einfach sein Lieblings-Together-Projekt, weil man da so viel denken kann und er denkt sehr gerne. Ja, ich bin ja ein Mensch, der mit dem Kopf arbeitet. Nein, wir freuen uns tatsächlich, das kann man ja auch ganz ehrlich sagen, wir freuen uns beide tatsächlich auf Saints Row 3, weil wir können nicht gut denken und dann sind wir froh, bei Saints Row 3 muss nämlich niemand von Nach uns diesem denken. hier folgt nur noch ein Test. Ich weiß, eure Kerne entstammen Taschenrechnern. Geeignet für simple mathematische Aufgaben und nicht für Tests. Doch wenn wir die Menschen retten können, dann lasse ich euch etwas addieren. Wer weiß, vielleicht sogar subtrahieren. Oh.
vielleicht auch etwas möchte aber, multiplizieren. Ich möchte was dividieren. Ja, ich würde auch gerne ein Integral aufstellen oder so. Auch ich habe keine Lust mehr. Doch, doch. Akkus meinte auch, ich sollte den Walkthrough komplett schauen. Das habe ich dann abgelehnt. Weil so ein bisschen kann man ja immer irren. Sonst machen wir einfach nochmal einen Stopp. Das macht ja nichts. Oh, da fliegt eine Kiste runter. Hier ist noch ein Schalter. Überall ist ein Schalter jetzt wieder. Ah, oh, das Zeitlimit dann noch. Ach, nee. Da muss dann also einer schnell drauf und sich die Kiste holen. Da muss sich immer die Kiste dann holen. Wie lange ist dieses Zeitlimit? Wo sehen wir das? Da ist so eine Uhr. Ja, das ist eigentlich relativ großzügig. Was ist das für ein Schalter? Muss man da irgendwie eine Kiste reintun oder kann man da drauf gehen? Nee, da muss man eine Kiste reintun. Tutentun. So, wir haben hier verschiedene Plattformen. Ja, genau, wir müssen wieder das durchrennen. Weißt du, durchrennen? Ah, ja, und dann ja, kannst ja. du darauf. Da die... Ich mach das mal. Ja, genau. Ah, du musst erstmal die Schlotter hierher kriegen. Ich muss dann ja auch nochmal rüberrennen zu dir, ne, oder? Ja, erstmal die, genau, die Schlotter. Ja, genau. Ich dachte schon, da kann man kein Portal jetzt setzen. Nee, kannst du auch da. Ja, oder so. Aber wieso sind eigentlich hier nochmal Flächen? Ich glaube, ich mache da einfach auch nochmal Schlotter. Auch wenn es jetzt. Ja, ich bin auch nicht fertig gewesen. Wieso nicht? Ach so. So, ja, deswegen jetzt. Dachte ich, das sollst du von oben machen, weil dann wäre es gleich gegangen. Aber egal. So, ich mache hier auch nochmal einfach Schlotter. Ich weiß nicht wofür, aber. Ach doch, klar, damit ich schneller hierher komme, weißt du? Brauchen wir. Ja, da kannst du lange rennen. Du musst es jetzt erstmal vorbereiten. Da werde ich auch ganz hypnotisiert gerade von. Ja. So. Ich mache am besten schon da das Portal dann hin. Und dann. Welcher Schalter hat jetzt was gemacht? Der rechte macht das Zeitlimit. Okay. Wo du gerade bist, ich hab grad Tab an. Dann muss ich erst den. Okay, okay. Schnell, okay, schnell, 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 schnell. Kiste? Wo ist die Kiste? Da musst du drücken. Ach so, die fällt so runter. Ja. Nein! Nein! Ah! Du Idiot! Das war normal, das war gar kein Problem. Ja. Wollt ihr das? Ja, jetzt ja, habe ich, hab ich auch total übersteuert, das war mir jetzt aber egal, weil das kann schon kommen sehen. Der Argus muss natürlich wieder da. Oberinspektor Steuer. Ja, toll. Warum? Gegen die Wand geflogen, weil du es versetzt gelegt hast. Ach scheiße, ja, ich habe ja genug Zeit, ich kann das eigentlich auch. Läufst du schon wieder? Ja. Ach scheiße, jetzt muss ich abwarten, bis das Limit hier vorbei ist. So, jetzt aber. Warte, 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 warte. So, schmeiß. Ja, ja, ist. Jetzt ab. Ein bisschen. Jetzt hast du noch genug Zeit, so. Oh. So, das erste Problemchen haben wir. Wie war's das war schon? Aber, das war auf jeden Fall aber ein schönes Rätsel. Falls ihr beunruhigt seid wegen der Menschen, nicht alle sind Monster. Ernsthaft? Die meisten sind gute Testsubjekte. Weil das war zum Beispiel wieder lächerlich, ich glaube, oder? Auf eine Million ja. gute Testsubjekte Ach, du kommt Schande, etwa ey. Ein Monster. Wie, was Monster? Monster ist übrigens ein guter Anime. Ja, im Gegensatz zum anderen Rätsel haben wir ja, das immer gut gemeistert. Also das war auch lächerlich, weil das waren alles Elemente, die kannten wir schon mit dem Durchrennen und so weiter. Und mit der Farbe, dass man die überall erstmal hinschmiert, wo man kann, das ist ja auch logisch, ne? Das ist ja eigentlich keine Herausforderung. Also, ja, letzte Disco, aber da haben wir das Spiel geschafft. Siehst du? Und du wolltest, dachtest jetzt, wir hängen jetzt wieder hier 20 Minuten. Nee, wir schaffen das. Oh, gleich ist das Let's Play zu Ende. Akkus freut sich schon auf die Extrakurse. Nein, die machen wir nicht. Nein, die machen wir nicht. Die Menschenkammer liegt gleich hinter der Öffnung. Sonst dreht er ab. Die Tür öffnet sich nicht, obwohl ich den Code eingegeben habe. Ihr müsst nun also das manuelle Schließsystem direkt an der Tür bearbeiten. Guck mal, außer 4 ploppt alles auf. Das wird also mega schwer. Das ist die letzte Testkammer im offiziellen Spielverlauf. So, erstmal schaue ich mir das wieder an, weil das hilft tatsächlich, finde ich manchmal. Wir brauchen den Speed und den Jump-Dingsbums. Beide Farben brauchen wir. Dann haben wir wieder Androiden, die wir besiegen dürfen. Da haben wir besonders Spaß dran. Und sonst Portale. Achso, okay. Was passiert mit diesem Schalter? Ach, dann kommt da Farbe raus, okay. Spring mal da rein. Und mach mal da ein Portal hin. Ja, genau, machen wir einfach 2 Portale, wo man geht. Wo man machen kann. Mama, drück mal Farbe. Ja, hab ich. So. Boah, wie das aussieht, wie widerlich. So, jetzt haben wir da hinten Farbe und das bringt uns was genau. Jetzt müssen wir sogar mit beiden Komponenten arbeiten. Das haben wir bisher auch noch nicht gemacht. Nee, das ist jetzt wahrscheinlich wieder ganz sehr ungewohnt. Ich kann hier Portale
setzen. Aber ich komme nicht... Warte mal, wie hoch kann man hier mit springen? Nicht hoch genug. Oh, wow, wow. Kann ich kein Portal setzen? Oh. Ach, warte mal. Nee. Nee, warte mal. Kannst du von der... Nee, kannst du wahrscheinlich nicht. Ob du von der Seite, wenn du durch das Blaue gehst... Bist du jetzt gestorben? Ja. Achso, okay. Ja, wenn du jetzt... Ich glaube auch, dass es nur... Das ist auch 100 pro nur eins von vielen Rätseln jetzt. Denke ich mal. So, wir haben hier... Wir können hier Portale schießen, ne? Ich hätte jetzt gedacht, dass wir die Farbe vielleicht noch ein bisschen umleiten können, denn du siehst, hier haben wir auch nochmal solche Dinger. Und ich weiß nicht, was diese gelben Dinger da drauf bedeuten, aber vielleicht bedeutet das Farbe durchspülen oder so. Weil das haben wir bis jetzt immer so gemacht, wenn da so ein Zeichen... Also meine ich jedenfalls, weil hier ist ja kein Farbklecks drauf, da kann man auch ein Portal schießen. Ich würde sagen, rote Farbe, damit wir Geschwindigkeit kriegen, um da rüber zu kommen. Ach, warte, 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 warte mal. Du kannst doch, wenn du... Wir stellen eine Verbindung. Nein, 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 komm nochmal... Scheiße. Wir brauchen... Du musst... Nee, das geht ja nicht. Scheiße, jetzt habe ich wieder einen Denkfehler gehabt. Ah, ich habe eine Idee. Ja? Ja, warte, lass mich mal machen. So, da einen hin. Da einen hin. Drück mal bitte. Ja, dann passiert doch wieder dasselbe in grün. Ja, so, aber du kannst deine Portale jetzt umleiten. Ah, Mann, da habe ich wieder nicht drüber nachgedacht. Und jetzt können wir, glaube ich, einfach... Das andere noch mal ein bisschen da unten setzen, damit wir überall verteilt was haben. Ach, stimmt, sonst klappt es nämlich nicht. Ja. Da will ich schon Speed haben. Mensch, wir haben ja vier Portale. Stimmt ja. Ja, genau. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir rüberkommen. Scheiße, verfehlt. Ja, es klappt aber. Da muss man zielgerichtet springen, aber von der Entfernung klappt es locker. Ja, wir sind da. Ich bin da. Hört auf damit. Ihr müsst nur die Tür zur Kammer öffnen. Ist doch gut, GLaDOS. Huch.